Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 387. Episode dieses City Skylines Snowfall After Dark und Natural Disasters Let's Play. Ja, wir gucken mal bei Tag. Sieht ja so alles recht toll aus, aber wir entdecken einen Haufen Ruinen in der Stadt. Gut, werde ich dem Bagger mal wieder sagen, dass er sie abreißen kann. Weil umliegende Häuser finden Ruinen überhaupt nicht toll. Und müssten jetzt eigentlich auch langsam alle wegploppen. Als ich den ersten Mal installiert hatte, dachte ich, der funktioniert nicht, weil ich nicht gewusst habe, dass der die so langsam abarbeitet. Ich dachte, der nimmt sie alle dann gleich sofort weg. Das macht er aber, wie gesagt, nicht. So, hier gibt es auch Warenlieferprobleme. Ja, das ist okay, weil ich habe bei dem Verkehr gerade neu gestartet. Und generell tut sich ganz ordentlich was. Also ich habe schon wieder einige rote Straßenstücke gesehen. Oh, hier kommen immer noch Züge. Sollte ich vielleicht mehr Straßenbahndepots haben, damit sich das auch ein bisschen mehr aufteilt, dass hier nicht alle über eine Achse kommen? Ja, bloß auf der Achse hier liegt ja keine Schiene, oder? Ich sehe hier nicht eine Bahn. Ja, Schiene ist aber da. Überlegen, ob wir das machen sollten. Ich glaube, wir halten aber lieber erstmal unsere Kohle ein bisschen zusammen. Weil wir brauchen noch locker 20.000, 30.000 Leute, um das hier wieder kohlemäßig aufzufangen. Obwohl wir so viel deaktiviert haben. Bloß andererseits habe ich auch das teuerste überhaupt hochgezogen, hier die Gesundheitsversorgung, um die Leichen abzuholen. Ich glaube, das beschneiden wir ein bisschen, weil hier 216.000 im Vergleich zu den anderen ist doch ein ganz schöner Happen. Kommen wir hier mal runter auf 120. Oh, gleich 2000 weniger. Das ist also nix. 212. Okay, das passt sich mit anderen Worten auch langsam an. Da müssen wir dann vielleicht Ende der Episode nochmal gucken oder später, was wir da machen. Ja, ich habe ja die Stadt sozusagen in der letzten Episode neu zum Leben erweckt. Das heißt, den Verkehr komplett gelöscht und neu gestartet. Das heißt, alles wird sich jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen finden. Die ganzen Toten müssen abgeholt werden. Jetzt sind die Straßen ja schön frei. Es gab natürlich einen gewissen Zeitraum, wo gar nichts passiert ist, wo alle respawned ist. Beispielsweise auch die Verbindung zu den Außenstädten. Deswegen gibt es hier einen Haufen Läden, die keine Waren haben, aber auch das sollte sich in kürzester Zeit klären. Das heißt, mach mal eine Sache, die ich eigentlich schon die ganze Zeit lang machen wollte. Ich begrüne mal den Autobahnstreifen. Einfach mal was für die Optik. Wo hat man hier Bäume? Hier, ne? Und ich hätte ja noch was gemischtet irgendwie. Kiefer, Nadelbäume. Nadelbaum 2, Eiche, Baum mit Blättern, das ist ja eine tolle Beschreibung. Wilder Nadelbaum, Erle, Baum mit Blättern 2. Was gibt keinen Mischmisch? Das ist auch ein Mod, also ich kann jetzt mit der Plus- und der Minustaste hier am Tastenwahlblock, am Ziffernblock, kann ich hier die Größe des Bereichs einstellen, wo ich die Bäume pflanzen möchte. Und dann macht er das. Ja, finde, dass das einfach vielleicht ein bisschen schöner aussieht. Und ich weiß nicht, ob es da so Schalldämmung oder irgendwelche ästhetischen Gedanken der Bewohner dazu gibt. Und einfach mal immer so ein paar Sätzen. Muss ich die Bäume eben selber mischen. Voll blöd. Hier geht's weiter.
Manchmal macht er ja nichts. Na, no, sind wir einmal rum. Wie sieht denn das aus? Dann biete ich mal noch ein bisschen wilden Nadelbaum an. Oh, die kommen gleich ausgewachsen, oder wie? Anscheinend, ja. Pop. Ja, manchmal muss man zwei, dreimal drücken hier. Ballert die auch gut in die Nachbarschaft oben drin. Ich meine, das ist ja nicht schlimm. Diese Blätter mit Bäumen, die ich zuerst gesetzt habe, wachsen die noch oder bleiben die so mickrig? Aber wieder am Anfang, würde ich sagen. Gibt uns das irgendwas jetzt auf Umwelt oder so? Stufen, Wind egal. Lärm, dämmt das irgendwo? Hat der denn Lärm irgendwie? Dann hätte man vielleicht auch vorher gucken sollen, ne? Whatever. Gut, worauf wir jetzt auch achten müssen, ist dadurch, dass das ja weniger Leute in der Stadt sind. Wird ja sicherlich auch weniger Wasserverbrauch. Da können wir eventuell wieder ein bisschen runternehmen. Damit sparen wir ja auch Geld. Aber ich vermute nicht so wahnsinnig viel. Oh, hier sind wir von 216 auf 173.000 runter. Ja, das schafft was. Und wir sehen grüne Zahlen. Das ist natürlich cool. Okay, dann haben wir das auch so gesehen wieder aufgefangen. Ich frage mich, ob ich vielleicht ein bisschen mehr Busse und ein bisschen mehr Bahn fahren lassen sollte. Weil so teuer ist das ja hier nicht. Hier 2000 und im Vergleich zu 125.000 sind das hier Peanuts. Und die, die nicht mit der Bahn fahren, die fahren wohl mit einem eigenen Auto und machen die Straßen voll. So, dann müssten die ganzen Busdepots auch wieder neu anfangen, irgendwelche Busse auszuspucken. Bei 80 irgendwie aufgehört vorhin und jetzt sind es 84, Tendenz steigend. Ja, machen die Straßen aber auch voll. Bündeln es aber, meine, ist ja logisch. 85. So, was macht unsere Zugverbindung. Hier ist ordentlich Bewegung. Oh, und hier stehen sie aber. Sieht man kaum, ne? Mach mal so, mach mal die Lupe. Na, das ist doch der ein oder andere Zug zu viel. Oh. Leute, beeilt euch mal hier, macht mal hinne. Oh, hier und hier ist eigentlich nichts los. Warum stehen die hier? Weil die blockieren hier schon diese Kreuzung und diese Kreuzung. Er hier unten macht das dicht. Er will jetzt rechts abbiegen und er kann ja schwer überholen. Das heißt, jetzt einen aufrücken. Ah, das sind Engpässe. Keine Ahnung, ob die jetzt da sind, weil wir neu gestartet haben und alles nochmal losgeschickt wurde, sozusagen. Oder ob das ein Dauerzustand sein wird. Hier ist alles leer, sieht gut aus. Rüber zu den Hubs. Ordentlich Verkehr, kann man nicht meckern. Zufahrten frei. Kreuz ist leer. Ah, hier stehen sie schon. Oder einer steht schon mal.
Ja, da müssen wir aufpassen. Na, eine blockierte Kreuzung erlebt übelst Rückstoß. Hat schon erlebt. Gut, die Arbeitslosigkeit. 11% runter auf 8%. Das ist gut. Dann haben wir hier unser Wanderölfeld. Ein bisschen müssen sie noch. Weil wir das hier schon eigentlich fast wegnehmen könnten. Aber hier ist es so ein bisschen dunkler. Lutscht das mal weg. Sauft das mal aus. Strom von 2,9 auf 2,7. 75. Na, wie sieht es denn längerfristig aus? Wächst das? Steigt das oder fällt das? Ich glaube, wir waren eben auf 2,22 oder 2,23 oder so. Also ein bisschen. Könnte es sein, dass wir zugenommen haben, obwohl wir haben noch die Wahnsinnsstatistiken. Bevölkerungsveränderung, ja, das ist eben das Ding nach unten. Ne, wir sind jetzt noch, sind noch am Abfallen oder hat die neuesten Zahlen hier nicht drauf? Man weiß es nicht. Ich halte diese Statistiken eh nicht für so wahnsinnig akkurat. Ja, was bleibt uns? Wir können. Oder wir sollten auf jeden Fall den Verkehr im Auge behalten. Na, nach wie vor ist ja dieser Despawn aus. Das hier ist schon mal ein fetter Engpass. Zwei Kreuzungen hier direkt nebeneinander. Das ist uncool. Ja, was wird man da machen? Puh. Den und den direkt hier ranbringen. Das ist, glaube ich, ein zu spitzer Winkel. Aber wir können es ja mal probieren. Aber hier auch sicherlich Buslinien langfahren. Den macht er auch sehr cool. Ist ja genauso, wie ich es haben wollte. Tinte. Auf der anderen Seite auch machen. Dann sieht man auch, wie schief das hier ist. Meine, sieht man ja jetzt schon. Ja. Wobei, das hier ist doch garantiert, einer von den beiden Seiten ist doch der Zugang hier zu dem Ding. Muss ich dann vielleicht drehen? Kann ich das drehen? Werden wir sehen. Ich glaube, die Kantenlänge müsste gleich sein. Ah, rechts ist eine U-Bahn am Weg, auch das noch. Passt nicht. Ärgerlich. Oder wir bauen uns hier den Zugang. Und dann von unten hier irgendwie. Aber hier eine scheiß Doppelkreuzung. Oder so. Ja, weil es geht. Machen wir es einfach mal so. Züge bzw. Schienen hatten wir hier nicht drin. Hat er wieder Connection oder ist das jetzt auch so die falsche Seite? Nun komm. So, ihr dreht andersrum. Die Tür ist hier. Muss hier sein. Na gut, dann schauen wir mal. Oder hoffen wir mal, dass das irgendwas bringt, weil zur Not könnte man auch diese Seitenstraßen hier noch rausnehmen, weil die scheinen ja hier ganz gerne mal zu stehen. So.
Ansonsten sieht der Verkehr so recht anständig aus, bis auf irgendwelche Ecken. Was denn hier los? Oh Gott. Ihr möchtet alle hoch, ihr möchtet alle hier in diese Richtung und dann kommt ihr nicht weiter, weil hier ist keine Ampel. Das heißt, ihr könnt reißverschlussartig oder nee, doch, die fahren hier nach oben. Ja, jetzt fließt ein bisschen was ab. Der nächste steht wieder. Ah, ist blöd, dass sich hier Straßen und Tunnel so überlappen irgendwie. Hier noch irgendeine bucklige Vorfahrtsregelung drauf? Oh ja, das ist klar. Vorfahrtsschilder, ihn hier weg. Hatte ich irgendwann mal mit rum experimentiert an einigen Ecken und jetzt nehme ich sie wieder raus, weil sie auch nicht viel bringen. So, jetzt kick mal, was jetzt los ist. Verkehr hier, achso, die machen wir wieder aus. Und ohne die Vorfahrtsschilder fließt das jetzt richtig. Das heißt, auf der ganzen Achse ist Bewegung. Das heißt, die wird sicherlich ihre Farbe dann demnächst auch ändern. So, das hier ist auf jeden Fall ein Flaschenhals. Die möchten hier alle lang, weil das eine Sackgasse ist. Okay. Uff. Ja, die könnte ich auch mehrspurig machen, aber das würde wahrscheinlich gar nichts bringen, weil die auch immer bloß eine Spur befahren werden. Haben wir hier irgendeine unnötige Bushaltestelle auf dem kurzen Stück? Nee. Überleg gerade, ob wir irgendwas mit einem Bus veranstalten können, aber hier fährt schon so viele lang. Und die ganze Straße wäre ja dann auch buslos. Aber man könnte wenigstens eine Seite wegnehmen. Und zwar die hier nach unten führt. Da ist am meisten Stress drauf. Also Bus, Station, die weg und die weg. Und er müsste sich dann einen anderen Weg nehmen. Und zwar hier unten lang. Ja, dauert auch. Der müsste mir doch eigentlich anzeigen, dass jetzt hier ein Bus vorbeifährt. Macht er nicht. Kann er nicht. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie noch eine Station raufkriegen. Wenn er das gemacht hat hier. Das dauert ja. Zeit anhalten, dass er mehr Zeit dafür hat. Okay, er hat es gemacht. Okay, das müsste die Ecke schon wieder ein wenig entlasten. Wenn wir hier schon mal die Busse rausnehmen, weil wenn er mal schaut, Bus, 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 hier kommt der nächste Bus. Haben wir hier noch irgendeine Regelung drauf, die ich eben nicht gesehen habe? Ne? Weil die stehen hier so. Ampel sehe ich keine. Merkwürdige Ecke. Tja, warum wartet er? Ja, wie auch immer, ich würde sagen, diese Ecke haben wir auf jeden Fall schon mal sehr verbessert. Kann es sein, durch die Busse, die jetzt hier lang fahren, dass es das jetzt hier ein bisschen dunkler wird? Irgendwas ist ja immer. Oh, hier haben wir auch mächtig Verkehr. Kann jetzt dadurch sein, dass hier oben Busdepot ist und hier Busse nachgeschoben hat, eben weil wir die Besteuerung dafür verändert haben. Das kann durchaus sein. Also auch mal kurz abwarten. Oh, hier stehen sie mächtig. Gewaltig. Und kommen hier nicht über diese Kreuzung rüber. Die wollen alle in Richtung Norden. Hier wird doch sicherlich ab und zu mal eine Bahn in Richtung Norden weg wollen. Und in Richtung Norden stehen sie bis hier.
und haben dann hier so eine Doppelkreuzung. Da haben wir schon oftmals hier die Zufahrt verändert und ich denke, dass das auch sehr geholfen hat an den entsprechenden Stellen. Zweispurig Einbahn. Ich hätte gerne ein wenig gebogen. Man, so geht und so geht nicht. Rechtzeitig vom Tunnel. Gut, wir lassen die Zeit laufen. Vorfahrtsschilder. Keine. Autobahnzufahrt mit 40. Na Leute, das muss doch aber auch nicht sein. Geschwindigkeit. Ihr fahrt hier mal komplett 80. Auf der Autobahn nur 100. Warum? What? Ne, hier ist. Halt okay, habe ich hier die Brücke vergessen, sag mal? Ja, wo ist die Brücke? Und ein bisschen im Tunnel drin. Holzauge sei wachsam. Eine Kleinigkeit entdeckt. Gut, machen wir das Overlay wieder aus, weil kostet ja auch Frames und starten diese und machen Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.